Hallo und herzlich willkommen bei Bier & Brezel Tabletop. Heute habe ich euch mal wieder eine Runde Shadespire mitgebracht, Warhammer Underworlds, allerdings kein reguläres Match, sondern ein Vier-Spieler-Match, das ich gespielt habe gegen meine Kumpels, den Christian, den Patrick und den Herwart. Viel Spaß beim Zuschauen und die Nachbesprechung gibt's nach dem Video. Die Banden. Christian spielt Eisenschädels Jungs, bestehend aus Gursak Eisenschädel, Knochenschneider, Klopper und Hacker. Herwart spielt Magores Unholde, bestehend aus Magore Rothand, Reißzahn, Gartok Schädelschinder und Zarkus dem Blutsichtigen. Patrick spielt Stahlherzens Champions, bestehend aus Severin Stahlherz, Angharad Glanzschild und Obrin dem Mutigen. Ich spiele Gareks Plünderer, bestehend aus Garek Blutbart, Karsus dem Angeketteten, dem blutigen Saig, Targor und Arnulf. Alle gespielten Decks findet ihr in der Videobeschreibung. Jeder von uns platziert ein Spielfeld und dann platzieren wir die Missionsziele. Dann ziehen wir Missionsziele und Powerkarten. Ich entscheide mich, alle meine Zielkarten abzuwerfen und eine neue Hand zu ziehen. Dann platzieren wir nacheinander unsere Banden. Runde 1. Patrick gewinnt die Initiative und geht mit Glanzschild in Verteidigungsstellung. Herwart aktiviert Reißzahn und bewegt ihn in Richtung meiner Bande. Dann spielt er wütender Ansporn auf Magore, wodurch er automatisch inspiriert wird. Ich spiele Blood Offering auf den blutigen Saig, wodurch er einen Schadenspunkt bekommt und bei seiner nächsten Attacke plus 2 Angriffswürfel. Dann aktiviere ich Saig und mache eine Angriffsaktion gegen Magore. Die Attacke ist erfolgreich und verursacht 3 Schaden und drängt Magore zurück. Daher kann ich jetzt sofort die Trap-Karte spielen, die einen zusätzlichen Schadenspunkt beim Zurückdrängen verursacht und Magore ausschaltet. Das fängt doch mal ganz gut an. Ich bekomme einen Ruhmespunkt, den ich sofort ausgebe und dafür die Shade Glass Axe kaufe für Arnulf. Christian aktiviert Knochenschneider und greift Targor an. Die Attacke ist erfolgreich und tötet Targor sofort. Christian bekommt einen Ruhmespunkt. Patrick aktiviert Severin und bewegt den 3 Felder nach vorne. Herwart aktiviert Zarkus und greift den blutigen Saig an. Die Attacke schlägt fehl. Ich spiele die Karte Sidestep auf Arnulf und bewege ihn damit ein Feld in Richtung von Knochenschneider. Dann aktiviere ich Karsus und bringe ihn in Verteidigungsstellung. Christian aktiviert Gursak und macht eine Angriffsaktion gegen Arnulf. Die Attacke ist erfolgreich und verursacht genug Schaden, um Arnulf zu töten. Es wurden jetzt insgesamt 3 Kämpfer getötet, das heißt, meine komplette restliche Bande ist inspired. Korn ist es egal, wer stirbt, solange die Schädel rollen. Patrick aktiviert Oberin und bewegt ihn 3 Felder nach vorne. Herwart aktiviert Gartok und geht mit ihm in Verteidigungsstellung. Ich aktiviere Karsus und mache eine Angriffsaktion gegen Gursak. Weil ich vorher in Verteidigungsstellung war, bekomme ich durch Change of Tactics jetzt sofort einen Ruhmespunkt. Ich erwürfle einen kritischen Treffer, aber Christian erwürfelt ebenfalls ein kritisches Ergebnis, daher ist die Attacke abgewehrt.
Christian wirft als Aktion eine Missionskarte ab und zieht eine neue. Patrick zieht eine Powerkarte nach. Gartok führt eine Angriffsaktion gegen den blutigen Saik durch und bekommt wie ich vor ihm einen Siegespunkt für geänderte Taktik. Anscheinend ist der blutige Saik absolut unverwundbar, denn die Attacke schlägt fehl. Für den einen Ruhmespunkt kauft Herwart Zarkus eine versteckte Waffe, was ihm plus 2 Schaden bei kritischen Treffer beschert. Ich aktiviere Garrek und mache eine Angriffsaktion gegen Gursak. Die Attacke ist erfolgreich und verursacht 3 Punkte Schaden. Christian spielt einen Heiltrank und weil er ein Schild gewürfelt hat, darf er jetzt 2 Wundmarker entfernen. Dann spielt Christian noch Ablenkung, womit er einen meiner Kämpfer um ein Feld verschieben darf, und er wählt Garrek. Patrick spielt die Karte Donnergrollen und schiebt Klopper ein Feld von meiner Bande weg. Danke, Patrick! Christian spielt noch Standhaftigkeit auf Gursak und gibt ihm damit plus 1 Wundenwert. Patrick spielt noch Ausfallschritt und bewegt Angerath ein Feld nach vorne. Christian aktiviert Klopper und bewegt ihn 3 Felder nach vorne auf die Stormcasts zu. Patrick spielt die Karte Erdbeben und jetzt müssen sich alle Modelle auf dem Spielfeld in eine von ihm bestimmte Richtung bewegen. In der ersten Endphase wertet Patrick Sigmars Bollwerk und bekommt einen Siegespunkt, weil er keinen Schaden erlitten hat. Außerdem wertet er noch geweihter Bereich, weil keine feindlichen Kämpfer in direkten Kontakt mit seinen Kämpfern sind. Seine letzte Missionskarte wirft er ab. Dann kauft Patrick noch heroischer Schritt für Severin, wodurch er sich bewegen kann, wenn feindliche Modelle ihre Aktivierung innerhalb von 2 Feldern beenden. Außerdem kauft er noch Standhaftigkeit für Severin für plus 1 auf seinen Wundenwert. Herwart bekommt einen Siegpunkt für ungebrochener Wall, weil 3 seiner Modelle miteinander in direkten Kontakt stehen. Außerdem bekommt er noch einen Ruhmespunkt für Kriegsmeister, weil er in dieser Runde eine Mission gewertet hat, eine List gespielt hat und ein Upgrade gekauft hat. Dann kauft er eine Glasaxt für Gartok Schädelschinder. Ich bekomme einen Siegpunkt für Assassinate, weil ich einen gegnerischen Anführer getötet habe. Ich ziehe 2 Missionszielkarten nach und 4 Powerkarten. Christian wertet Meister der Listen, weil er 3 oder mehr Listkarten gespielt hat. Außerdem bekommt er ebenfalls einen Punkt für Kriegsmeister. Nach der ersten Runde ist Christian knapp in Führung, aber das Spiel hat ja auch erst angefangen. Runde 2. Patrick gewinnt wieder die Initiative und greift mit oberen Reißzahn an. Die Attacke schlägt fehl. Ich spiele die Listkarte Illusory Fighter und kann damit jetzt den blutigen Saik in eines meiner Startfelder bewegen. Christian kauft noch leichtfüßig für Gursak. Damit kann er sich, wenn er geschoben würde, einfach selbst bewegen. Herwart aktiviert Zarkus und attackiert mit ihm Oberyn. Die Attacke geht daneben und Oberyn ist inspired, weil er ein Schild gewürfelt hat. Ich spiele das Upgrade Whirlwind of Death auf Saik für plus 1 auf seinen Schaden. Dann spiele ich direkt als Reaktion Ready for Action. Weil ich ein Upgrade gespielt habe, darf ich mit diesem Charakter jetzt eine Attacke durchführen. Saik attackiert Gursak. Ich spiele gleich noch die Listkarte Twist the Knife. Wenn die Attacke erfolgreich ist, dann macht sie plus 1 Schaden. Weil ich Unterstützung habe, wäre die Attacke erfolgreich. Aber Christian spielt die Karte Abpraller und darf jetzt einen Verteidigungswürfel werfen. Bei einem Ausweichsymbol oder einem kritischen Symbol bekommt der Attackierende den Schaden. Natürlich schafft er das entsprechende Ausweichsymbol und die Axt von Saik prallt vom Boden ab und springt ihm direkt ins Gesicht. Und er ist tot. Super. Christian spielt noch Gorka Morkas Segen für plus 1 Schaden auf die nächste Attackenaktion. Christian aktiviert Knochenschneider und macht eine Angriffsaktion gegen Karsus. Die Attacke schlägt fehl. Dann kauft Christian noch Waag für Gursak für plus 1 auf Angriffsschaden. Patrick aktiviert Severin und macht eine Angriffsaktion gegen Zarkus.
Auch diese Attacke geht daneben. Als Reaktion darf Zarkus eine Blutfaustattacke machen, die allerdings daneben geht. Havard spielt schemenhafter Kämpfer auf Gartok und platziert ihn in einen seiner Aufstellungsfelder. Havard aktiviert Gartok und attackiert Severin. Die Attacke ist erfolgreich, verursacht 2 Punkte Schaden und Severin ist jetzt inspired. Gartok ist jetzt auch inspired, weil er eine erfolgreiche Attacke gemacht hat. Wegen seinem heroischen Schritt-Upgrade darf sich Severin jetzt ein Feld zurückbewegen. Ich aktiviere Karsus und attackiere sowohl Eisenschädel als auch Knochenschneider, weil ich eine Rundum-Attacke habe. Die Attacke gegen Knochenschneider schlägt fehl. Die Attacke gegen Gursak ist erfolgreich und verursacht 2 Punkte Schaden. Christian spielt mehr Kloppen und darf bei der nächsten Attackenaktion einen zusätzlichen Würfel werfen. Dann aktiviert er Gursak und attackiert mit ihm Karsus. Die Attacke ist erfolgreich und Karsus wird zersplattert. Patrick aktiviert Glanzschild und greift Greiszahn an. Die Attacke geht durch und verursacht 2 Punkte Schaden. Havard aktiviert Gartok und wirft seine Schattenglasaxt auf Severin. Die Attacke ist erfolgreich und verursacht 3 Punkte Schaden. Das würde ausreichen, um Severin zu töten, aber Patrick spielt letzte Chance und muss jetzt einen Verteidigungswürfel werfen. Bei einem Schild oder Crit überlebt er. Der Wurf ist erfolgreich und Severin überlebt. Ich aktiviere Garek und greife Gursak an. Die Attacke ist erfolgreich und Gursak wird ausgeschaltet. Ich bekomme einen weiteren Siegespunkt. Außerdem bekomme ich einen zusätzlichen Siegespunkt, weil ich ein Modell auf meinem eigenen Spielbrett zerstört habe. Christian zieht als Aktion eine Powerkarte nach. Patrick wirft eine Missionskarte ab und zieht ebenfalls eine neue. Howard aktiviert Gartok und macht eine Angriffsaktion gegen Severin. Die Attacke geht daneben. Irgendwie passiert auf der Seite nicht so wirklich was. Die Attacke treibt Severin zurück, aber er macht seinen heroischen Schritt und bewegt sich wieder nach vorne. Ich werfe als Aktion eine Missionskarte ab und ziehe eine neue. Christian aktiviert Klopper und bewegt ihn auf sein eigenes Brett zurück. In der zweiten Endphase wertet Patrick Eskalation und bekommt 2 Siegpunkte, weil in dieser Runde 5 Aufwertungen gespielt wurden. Havard wertet keine Karten. Ich werte ebenfalls nichts und werfe alle meine Missionskarten ab. Dann ziehe ich meine letzten 3 neu auf. Außerdem ziehe ich 4 neue Powerkarten. Christian wertet ebenfalls nichts. Am Ende der zweiten Runde sieht es an der Spitze ziemlich eng aus, aber das Feld ist immer noch ziemlich nah beieinander und alles ist offen. Runde 3. Dieses Mal gewinne ich die Initiative und bewege Garek auf das Spielfeld von Christian. Dann spiele ich die Upgrade-Karte Acrobatic auf Garek, wodurch er einen Verteidigungswürfel mehr bekommt. Außerdem spiele ich noch das Upgrade Bloodslick, wodurch er einen weiteren Verteidigungswürfel bekommt. Christian spielt Ausfallschritt auf Knochenschneider und bewegt ihn ein Feld in meine Richtung. Patrick spielt Verwirrung und tauscht die Positionen von Gartok und Severin. Havard spielt als Reaktion Duell des Verstands und darf jetzt 2 Kraftkarten ziehen. Ich spiele noch die Listkarte Insensate. Der nächste Schaden, den einer meiner Kämpfer erleiden würde, wird auf 1 reduziert. Patrick spielt noch die Karte Scherbenschiebung und verschiebt Missionsziel Nummer 5. Christian aktiviert Klopper und macht eine Angriffsaktion gegen Garek. Die Attacke geht daneben, aber Insensate verfällt. Patrick spielt von Sigma gesegnet auf Oberin für plus 1 Lebenspunkt. Außerdem kauft er das Upgrade Schattenschlüssel auf Severin. Wenn er am Ende der Runde Missionsziel 2 hält, bekommt er 2 Ruhmespunkte. Dann spielt er noch die Karte Bereit, weil er Severin ein Upgrade gegeben hat, darf er mit ihm jetzt eine Attacke durchführen. Er macht einen mächtigen Hieb, der sowohl Zarkus als auch Gartok zum Ziel hat. Die Attacke gegen Gartok geht daneben. Und die Attacke gegen Zarkus geht ebenfalls daneben. Der Trend setzt sich fort. Patrick aktiviert Angerrad und attackiert Reißzahn.
Und dank einem Crit beim Verteidigen passiert wieder rein gar nichts. Immerhin ist Dreistein ein ganz braves Hündchen. Ganz brav. Ja, fein. Ja, wer ist ein Feiner? Ja, du bist ein Feiner. Ja, klar. Herwart spielt noch Geisterschwingen für +2 auf die nächste Bewegung. Dann aktiviert er Reißzahn und bewegt ihn auf Missionsziel Nummer 2. Ich ziehe als Aktion eine neue Powerkarte und spiele sie auch gleich. Für +1 auf Gareks Wundenwert. Christian aktiviert Hacker und greift Garak an. Die Attacke ist dank Unterstützung erfolgreich und Garak erleidet 2 Punkte Schaden. Christian kauft für Knochenschneider noch leichte Rüstung. Kritische Würfel sind damit keine Erfolge mehr beim Verteidigen, aber er wirft einen Würfel mehr beim Angreifen. Patrick attackiert mit Severin wieder Zarkus und Gartok. Die Attacke gegen Gartok schlägt fehl, aber die gegen Zarkus trifft und verursacht 2 Punkte Schaden. Harvard aktiviert Zarkus und attackiert Severin. Die Attacke trifft und verursacht 2 Punkte Schaden. Zarkus ist durch die erfolgreiche Attacke jetzt auch inspired. Ich aktiviere Garak und attackiere Klopper. Die Attacke geht daneben. Dann spiele ich Great Concussion und darf jetzt alle Modelle auf dem Spielfeld von einem von mir bestimmten Punkt wegbewegen. Ich wähle einen Punkt zwischen Knochenschneider und Garak. Alle Kämpfer werden jetzt weggestoßen. Christian kauft noch legendäre Flinkheit für Knochenschneider für +1 Bewegung. Als Aktion zieht Christian eine Kraftkarte. Patrick aktiviert Severin und macht eine Angriffsaktion gegen Reißzahn. Kaum überraschend mittlerweile, auch die Attacke geht daneben. Herwart aktiviert Reißzahn und attackiert Severin. Die Attacke ist nicht erfolgreich, reicht aber aus, um Severin zurückzustoßen, was dieser prompt mit seinem heroischen Schritt wieder negiert. Ich ziehe als Aktivierung eine weitere Powerkarte und kaufe mir das Upgrade gleich. Christian bewegt Knochenschneider auf Feld Nummer 4. Patrick aktiviert Oberin und macht eine Angriffsaktion gegen Gartok. Die Attacke ist erfolgreich und Gartok wird 2 Felder zurückgestoßen. Außerdem erleidet er 3 Punkte Schaden. Herbert aktiviert Zarkus und macht eine Angriffsaktion gegen Severin. Herbert braucht Hammer zum Treffen und... Boah! Guck dir das an! Das ist der Krieg! Ja. Der erste Verlust auf dieser Seite! Herbert bekommt einen Siegpunkt. Dann kauft er einen Schattenglasspeer für Zarkus. Dann spielt er noch die Bereitlistkarte und darf jetzt noch eine Aktion durchführen. Er schießt mit dem Schattenglasspeer auf Oberin. Die Attacke trifft und verursacht dank kritischem Treffer 4 Punkte Schaden. In der letzten Endphase werte ich Conquest, weil alle meine überlebenden Kämpfer sich auf einem gegnerischen Spielbrett befinden. Dafür bekomme ich 2 Punkte. Christian wertet nichts. Patrick wertet ebenfalls nichts. Herwart wertet Meister der Listen, weil er 3 Listkarten gespielt hat, und Eskalation, weil 5 oder mehr Aufwertungen gespielt wurden. Nach diesem unglaublich spannenden Finale haben wir an der Spitze einen Gleichstand zwischen Herwart und mir. Gutes Spiel, Herwart. Gutes Spiel, Patrick. Und gutes Spiel, Christian. Gutes Spiel, Jungs. Ja, das war unser 4-Spieler Shadespire Match. Ich muss echt sagen, das hat mega Spaß gemacht. Also ich habe mich nach dem Match und noch am nächsten Tag unabhängig voneinander mit allen dreien unterhalten und jeder hat dasselbe gesagt. Tobi, das war richtig spaßig, das hat richtig Spaß gemacht und ich war auch selber echt überrascht, weil ich muss sagen, ich war in letzter Zeit nicht so wahnsinnig heiß drauf, Shadespire zu spielen, weil ich halt einfach gedacht habe, na, es gibt schon das eine oder andere bessere Skirmish-System und
so richtig die Zeit hatte ich dann auch nicht dafür. Aber dieses Vier-Spieler-Match hat mir so richtig wieder Lust gemacht auf Shadespire, weil ich finde, dass Games Workshop das tatsächlich hier mal richtig gut hingekriegt hat, ein Mehrspieler-Spiel zu machen, das auch wirklich als solches funktioniert. Also es hat irgendwie vorne und hinten, man hat bemerkt, die Missionsziele sind teilweise angepasst, wenn man mehr Spieler hat als zwei. Also das steht dann extra auf den Missionszielkarten drauf. Und viele von den Fähigkeiten sind ganz lustig, gerade wenn man mit vier Spielern spielt. Gerade sowas wie zum Beispiel diese Great Concussion, die ich benutzt habe, wo man einen Punkt festlegt auf dem Spielfeld und von da werden dann alle weggeschoben. Das habe ich natürlich nur gemacht, um selber Abstand zu kriegen von den Orks von Christian, die sich durch meine Leute geschnetzelt haben. Aber der Nebeneffekt von der Sache war, dass eben auf der anderen Seite, wo sich vor allem Patrick und Herwart gekloppt haben, das alles nochmal durcheinander gebracht hat, weil das Figuren von und auf Missionsziele draufgeschoben hat und so weiter. Und so hat man so ein bisschen wie so einen Kollateralschaden von Gefechten, die eigentlich am anderen Ende vom Spielfeld stattfinden. Und außerdem wirkt, finde ich, Shadespire gerade mit so vielen Spielern und mit den vier Spielbrettern um einiges, ja, fast schon epischer als jetzt das reguläre Spiel, das ja sehr klein, sehr brettspielmäßig wirkt. Und da ist halt wirklich, man hat so viel Platz zu manövrieren, man kommt so schnell rum und gerade auch defensive Listen, die ja gerade sehr dominieren bei bei Shadespire, die haben es da ein kleines bisschen schwerer, weil klar, also zum Beispiel Patrick mit seiner Liste hätte sich natürlich jetzt verschanzen können in seiner Spielfeldviertel, aber letzten Endes hält es uns ja nicht davon ab, gegeneinander zu kämpfen, uns andere Spieler, und trotzdem Punkte zu generieren. Also auf jeden Fall was, das durchaus so ein bisschen zum Balancing beitragen kann, aber auch nicht muss, weil vor allem hatten wir natürlich jede Menge Chaos und so ein bisschen auch dieses, ja, man hilft mal so dem anderen so ein bisschen, der gerade ein bisschen in Bedrängung ist, weil das einem selber dann wieder hilft. Also man hat diese geheimen Tricks, die man auspackt, und ständig werden neue Karten gespielt und so, haha, ich habe aber noch diese Fallenkarte und haha, ich habe noch diese Karte und so. Also es war durch und durch einfach spaßig. Also wir haben die ganze Zeit gelacht, es war niemand irgendwie angefräst, und es ist ja auch extrem knapp jetzt ausgegangen. Also sowohl Herwart als auch Christian hatten Karten auf der Hand, die mit einem klitzekleinen anderen Spielverlauf noch für sie das Spiel hätten entscheiden können. Und bei mir war es auch so, dass ich letzten Endes Karten abgeworfen habe, wo ich gedacht habe, ja, okay, die hätten mir vielleicht tatsächlich noch das Spiel entscheiden können. Oder vielleicht einen Würfelwurf, der noch anders ausgefallen wäre und es wäre ganz anders ausgegangen. Also so wie es eigentlich sein soll, war bis zum Schluss knapp. Es hat sich niemand irgendwie überrannt gefühlt, was ja gerne mal passieren kann bei Mehrspielerspielen, wenn sich dann alle auf einen stürzen. Das ist nicht so leicht möglich bei Shadespire durch die relativ eingeschränkte Bewegung. Das heißt, hat alles so geklappt, wie es klappen soll, und wir hatten, wie gesagt, mega Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. Wenn ihr euch weitere Shadespire-Matches wünscht, dann sagt es mir bitte in den Kommentaren. Und generell, wenn euch die Videos gefallen, dann sagt es weiter. Erzählt es euren Freunden, erzählt es euren Tabletop-Spielgefährten. Und wenn ihr möchtet, dann platziert gerne ein Like oder ein Abo oder ein Benachrichtigungsklingeling bei dem Video und auf meinem Channel. Ich freue mich drüber und wir sehen uns bald, hoffentlich bei bisschen weniger apokalyptischem Wetter. Bis dann und schönes Wochenende. Ciao, ciao.